So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und kennt ihr noch diese Dose? Die habe ich irgendwo mal in einer goldenen Meile gesehen im Rewe in Hildburghausen. Hatte mir die mitgenommen, habe die bis jetzt nicht getestet, habe die jetzt gerade in den Katakomben wieder gefunden und gedacht, ich nehme ein Weinglas und probiere jetzt mal diese Dose. Das ist nämlich 70% Limo, 30% Bier. Bier von der Marke Krombacher, ein Krombacher Limo Bier. Zitrone, Naturtrüb, Biermix, Splash Festival Edition mit 1,5%. Normales Bier so 5%, Radler mit Zitrone so 2,5% vielleicht. Das ist aber die Splash Festival Edition mit nur 1,5%. Und während das auf der Seite noch fast normal aussieht, ist es, wenn wir es rumdrehen, super genial. Guckt euch das an, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist der Priesterpfarrer höchstpersönlich. Splash Festival Energy Crew, Energy Crew, Energy. Keine Ahnung, wer das ist. Wenn ihr wisst, wer das ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Vor allem, dass es auch naturtrübe Zitrone ist, finde ich besonders genial. Ansonsten habe ich die eigentlich nur gekauft, weil halt hier die Klosterfrau Melissengeist drauf ist. Wenn ihr das kennt, schon mal probiert habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr schon mal beim Splash Festival wart, schreibt es mal in die Kommentare. Auf Anhieb fällt mir da nur einer ein. Und zwar der Bisa-Fan Enzo. Ansonsten wüsste ich es gerade nicht. Wir nehmen mal kurz einen Hieb aus der Dose. Limo, 30% Bier. Ja, das merkst du. Alkohol merkst du kaum. Schmeckt trotzdem irgendwie fast wie ein ganz normales, naturtrübes Radler. Vielleicht verarschen die euch ja. Die schreiben bei den anderen immer drauf 2,5%, 50-50, machen trotzdem aber 70% Limo rein, weil das günstiger ist und verkaufen euch das so. Und Krombacher Limo Bier ist das einzig wahre Original, was ehrlich zu euch ist und euch schon sagt, dass sie da eigentlich 70% Limo rein machen und es nur 1,5 hat. So, das sieht jetzt nicht aus wie ein Bier, das sieht aus wie Plörre im Glas. Naturtrübe Farbe, so muss das sein. Mit einem kleinen Schaumkrönchen. Fürs Thumbnail halt man das nochmal rein. So, und jetzt werden wir es mal trinken. Würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out for und euer Ramses. Aber ist okay. Ist aus dem Kühlschrank, ist aus einer Dose. Also jetzt nicht mehr, jetzt trinke ich es ja aus dem Glas. Ist erfrischend, ist lecker. Würde ich nochmal kaufen. Gibt's jetzt nicht mehr. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oh mein Gott.